Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Nachdem wir uns in der letzten Woche die wirtschaftspolitischen Ziele im Zusammenhang des magischen Viereckes angeschaut haben, schauen wir heute mal auf eines dieser Ziele genauer, und zwar das stetige und angemessene Wirtschaftswachstum. Viel Spaß! Stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum. Was bedeutet überhaupt stetig und angemessen? Und was ist überhaupt Wirtschaftswachstum? Wie wird das gemessen? Dazu schauen wir uns am besten einfach erstmal das Bruttoinlandsprodukt an. Das ist ja unser Indikator für unser wirtschaftspolitisches Ziel des stetigen und angemessenen Wirtschaftswachstums. Also definieren wir das einfach erstmal. Das Bruttoinlandsprodukt, abgekürzt BIP, gibt den Gesamtwert aller Güter, Waren und Dienstleistungen an, die während eines Jahres innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft als Endprodukte hergestellt wurden, nach Abzug aller Vorleistungen. Das sogenannte Inlandsprinzip. Deswegen ist neben dem Bruttoinlandsprodukt hier in meiner Definition auch das innerhalb der Landesgrenzen fett gedruckt. Es ist hier ganz wichtig, dass es um die Dinge geht, die innerhalb der geografischen Grenzen, zum Beispiel der geografischen Grenzen von Deutschland, produziert wurden. Was steht da gegenüber? Dagegen steht das Bruttonationaleinkommen, mit BNE abgekürzt. Früher hieß es auch Bruttosozialprodukt. Und das gibt den Gesamtwert aller Güter, Waren und Dienstleistungen an, die während eines Jahres von Inländern als Endprodukte hergestellt wurden, nach Abzug aller Vorleistungen. Also hier das sogenannte Inländerprinzip. Hier ist es also wichtig, nicht wo produziert wurde, sondern von wem eigentlich produziert wurde. Das Ganze kann man in einer Tabelle sehr schön gegenüberstellen. Wenn wir einmal das Inländerkonzept und das Inlandskonzept nehmen und uns anschauen, wer eigentlich wo arbeitet, also einmal wer und einmal wo Wertschöpfung betrieben wird, dann kann man sehr übersichtlich sehen, was eigentlich ins Bruttonationaleinkommen und was ins Bruttoinlandsprodukt fließt. Inländer, also Bürger der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise, die im Ausland wertschöpfen, also im Ausland arbeiten, das fließt ausschließlich ins Bruttonationaleinkommen. Es ist nämlich außerhalb der geografischen Grenzen Deutschlands, aber von Bürgern Deutschlands produziert. Wenn wir uns einmal anschauen, Ausländer, also keine Bürger der Bundesrepublik Deutschland, die allerdings im Inland, also innerhalb der geografischen Grenzen Deutschlands arbeiten und dort wertschöpfen, das fällt ins Bruttoinlandsprodukt. Dann haben wir noch die Inländer, die auch innerhalb Deutschlands produzieren. Da haben wir einmal das Inländerkonzept, weil es von Bürgern Deutschlands produziert wurde, und auch das Inlandskonzept, weil es innerhalb der geografischen Grenzen Deutschlands produziert wurde. Das heißt, es fließt ins Bruttonationaleinkommen und ins Bruttoinlandsprodukt. Also wir sehen schon mal, wenn es um das wirtschaftspolitische Ziel des Wirtschaftswachstums geht, ziehen wir das Bruttoinlandsprodukt an. Also es geht sozusagen darum, was innerhalb der Landesgrenzen Deutschlands produziert worden ist. Aber was bedeutet eigentlich Wachstum? Beim Wachstumsbegriff können wir grundsätzlich in langfristiges und kurzfristiges Wachstum unterscheiden. Beim langfristigen Wachstum gucken wir uns die absolute Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in der langfristigen Entwicklung an. Also welchen Trend verfolgt unser Wachstum eigentlich? Und beim kurzfristigen Wachstum geht es um die prozentuale Änderung des Bruttoinlandsprodukts im Vergleich zum Vorjahr. Bei unserem wirtschaftspolitischen Ziel schauen wir uns das kurzfristige Wachstum an. Wir gucken uns also an, wie stark ist eigentlich unser Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Es ist natürlich auch interessant, sich anzuschauen, wie der langfristige Trend ist. Also inwiefern ist denn unsere Wirtschaft so in den letzten 10, 20, 30 Jahren gestiegen? Und dort könnte man dann einzelne Monate oder Jahre, in denen es auch mal nach unten gegangen ist, in denen es Krisen gab, wie die Finanzkrise 2008, oder auch unsere aktuelle Corona-Krise, grundsätzlich außen vor lassen. Und man sieht, langfristig sind wir aber trotzdem immer wieder in unserer Wirtschaft gestiegen. Für unser grundlegendes Ziel innerhalb des magischen Vierecks und des Stabilitätsgesetzes ist das aber erstmal irrelevant. Wir schauen uns wirklich jedes Jahr einfach nur an, wie stark ist unsere Wirtschaft denn eigentlich im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und haben wir unser Ziel erreicht oder nicht. Warum sprechen wir von einem angemessenen Wachstum? Warum sind 3% pro Jahr angemessen? Warum kann man nicht einfach sagen, wir wollen ein Wirtschaftswachstum haben, das möglichst hoch ist, am besten 10-15% pro Jahr? Dazu müssen wir uns vor Augen halten, dass wir das Ziel eines gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts haben. Ein sehr, sehr hohes Wirtschaftswachstum kann nämlich dazu führen, dass bestimmte andere wirtschaftspolitische Ziele in unserem magischen Viereck nicht mehr erreicht werden können. Zum Beispiel hat ein starkes Wirtschaftswachstum sehr große Auswirkungen auf die Preise. Aber dies werde ich nochmal genauer in meinem Video zu den Zielkonflikten zwischen den einzelnen Zielen beleuchten. Jetzt kann man sich natürlich weiterhin fragen, wo kommt dieses Wachstum denn eigentlich her? Weil grundsätzlich sprechen wir ja davon, dass wir im Bruttoinlandsprodukt alles erfassen, was produziert worden ist. Aus welchen Gründen fangen jetzt plötzlich Unternehmen an, mehr zu produzieren?
Dann kann man natürlich sagen, okay, es gab mehr Nachfrage, aber wo kam jetzt eigentlich das Geld für diese Nachfrage her? Das sind Fragen, die ich nicht ausführlich in einem meiner 5- bis 10-minütigen YouTube-Videos erklären kann. Es wird aber nochmal ein extra Video zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung kommen, wo bestimmte Dinge nochmal beleuchtet werden. Also wie rechnet sich dieses Bruttoinlandsprodukt eigentlich ganz konkret zusammen? Dort werden dann Dinge auffallen, dass wir Wachstum dann haben, wenn beispielsweise Sparer ihre Sparguthaben auflösen und mehr nachfragen als noch im letzten Jahr. Und auch der Punkt, dass beispielsweise das Ausland bei uns einkauft. Das bedeutet, dass das Ausland sich zum Beispiel verschuldet, um bei uns einkaufen zu können, damit unsere Wirtschaft steigt. Aber auch das werde ich nochmal genauer beleuchten, wenn wir uns das Ziel des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts anschauen. Weiterhin kann man natürlich auch das Bruttoinlandsprodukt als Indikator für das Wirtschaftswachstum hinterfragen. Wenn wir davon sprechen, dass wir alle produzierten Güter und Dienstleistungen messen, heißt das zum Beispiel nicht, dass wir auch ehrenamtliche Arbeit darin messen. Ehrenamtliche Arbeit wird also überhaupt nicht ins Bruttoinlandsprodukt über die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einberechnet. Das heißt, die vielen, vielen Ehrenamtler, die sehr viel tun für den Wohlstand ihrer Volkswirtschaft, ihres Landes, werden überhaupt nicht berücksichtigt. Auch über den Begriff Wohlstand lässt sich streiten. Wenn beispielsweise ein Topmanager sagt, er habe einen sehr, sehr hohen Lebensstandard, sagt das erstmal noch nichts über seine Lebensqualität aus. Wenn dieser Topmanager aber diesen Lebensstandard nur erreichen kann, indem er so viel arbeitet, dass er oder sie niemals die Familie sieht, das aber als sehr hohes Lebensglück empfindet, dann kann der einen sehr hohen Lebensstandard haben, allerdings die Lebensqualität schlechter sein. All das wird im Bruttoinlandsprodukt nicht gemessen. Das heißt, wir können auch das Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator hinterfragen. Weiterhin haben wir das große Problem des Spannungsverhältnisses zwischen Ökonomie und Ökologie. Wenn wir beispielsweise viele, viele Fabriken haben, die sehr, sehr viel produzieren, also sehr viel Gutes für das Bruttoinlandsprodukt tun, dabei aber so viel CO2 ausstoßen, dass wir erhebliche Umweltkosten für die Gesamtheit haben, wird dies nicht berücksichtigt. Daher finden wir natürlich sehr, sehr viele allgemeine Kritikpunkte am wirtschaftspolitischen Ziel des Wirtschaftswachstums, weil einfach der Wachstumsbegriff hinterfragt werden kann. Aber auch der Indikator Bruttoinlandsprodukt muss sich immer wieder berechtigter Kritik stellen. Dabei könnte ich noch stundenlang weiter referieren. Es gibt ganze Studiengänge und Vorlesungen, die sich nur mit der Kritik am Wirtschaftswachstum und am BIP als Indikator beschäftigen. Daher, wenn ihr Punkte zu dieser Diskussion beizutragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Aber gut, das soll es an dieser Stelle erst einmal gewesen sein. Ein vollständiges Video zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung folgt noch. Auch werde ich ein Video dazu machen, wie eigentlich Wirtschaftswachstum erreicht werden soll. Also welche Grundkonzeptionen gibt es denn, die sich dagegen überstehen. Ich freue mich also, wenn ihr am Kanal dranbleibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.